Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Barefoot. Ich bin Johannes Queller. Eine Zuschauerfrage: Wie verhält es sich eigentlich mit Intermittent Fasting für Bodybuilder, für Powerlifter? Was ist es mit Bulletproof Coffee? Ist der Bulletproof Coffee, dass er mein Fasten jetzt zerstört, oder zählt ihr da gar nicht mit rein? Was ist mit Bulletproof, mit Intermittent Fasting und der dauerhaften Anwendung? Kann man Intermittent Fasting mit Paleo kombinieren? Also grundsätzlich habe ich ja für mich mal Intermittent Fasting ausprobiert in der Lean Gains Methode nach Martin Berkham, in der man 16 Stunden lang fastet und dann 8 Stunden lang isst. Und ich habe das damals mit Paleo Food ausprobiert und es hat halt wunderbar funktioniert. Ich konnte Muskeln aufbauen, ich bin stärker geworden und habe Fett abgebaut. Das heißt, für mich hat dieses Lean Gains Protokoll von Martin Berkham perfekt funktioniert. Ja, grundsätzlich kann man natürlich so sagen, dass ein Bodybuilder in diesem Intermittent Fasting maximal von profitiert, weil er 16 Stunden lang in einem Hypocaloric State ist. Also er ernährt sich völlig kalorisch unter. Das heißt, der Körper muss jetzt Fett mobilisieren und sozusagen seine Energie aus anderen Dingen herbeziehen. Wenn man halt einen Bulletproof Coffee dazu zum Beispiel trinkt, hat man MCT-Öl oder Kokosöl und Butter, welche die freien Fettsäuren, die Triglyceride im Blut erhöhen. Das heißt, der Körper kann besser die Energie aus diesen Blutfetten heranziehen. Man unterstützt damit die körpereigene Fettmobilisierung und Verbrennung letzten Endes. Und dadurch kann sozusagen ein Bodybuilder, der zum Beispiel im Intermittent Fasting Status ist und morgens einen Bulletproof Coffee trinkt, kann maximal von der Fettverbrennung profitieren und hat dann 8 Stunden lang Zeit, um sich eben entsprechend mit vielen Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, was auch immer, zu versorgen, sodass er auch Muskeln aufbauen kann. Und das funktioniert wunderbar, vor allem auch für Bodybuilder. Für Powerlifter natürlich genau das Gleiche, ne? Vor allem auch Powerlifter, die ja mit wesentlich weniger Wiederholungen und höheren Gewichten, Intensitäten trainieren. Für die funktioniert das auch wunderbar, weil man braucht nicht diese ganzen 1000 Millionen Kohlenhydrat vollgeballerten Shakes und Pre-Workout und During-Workout und sonst irgendwas. Und selbst im Powerlifting, ja, man hat ja entsprechende Pausenzeiten zwischen den Sätzen und in diesen Pausen kann der Körper sehr, sehr viel Energie wieder mobilisieren. Der füllt die Phosphagen-Speicher wieder auf, natürlich nicht komplett, aber es reicht für den nächsten Satz und dort kann man eben entsprechend viel aus den Fetten ziehen. Wenn man danach halt in seinem Essensfenster wieder die Kohlenhydrate futtert, dann hat man genügend Kohlenhydrate wieder zurückgeladen, wie nach Kefa, Carb Backloading. Ja, das heißt, man muss sie nicht unbedingt direkt 5 Sekunden nach dem Training zu sich führen, sondern es reicht auch, wenn man ein paar dann zum Beispiel nach dem Training isst und dann den Rest einfach in seiner Essensphase. Vielleicht hat man ja sogar sein Training direkt so gelegt, dass man nicht morgens trainiert und dann erst um 12 anfängt oder aufhört mit dem Intermittent Fasting. Sondern erst später trainiert und dann ist man direkt im Essensfenster. Das heißt, braucht man eigentlich überhaupt gar keine Angst haben bezüglich Regeneration oder sonst irgendwas. Man kann auch als Powerlifter mit Intermittent Fasting wahnsinnige Erfolge haben. Ich selbst habe ja damals 2012 mit Powerlifting und Bodybuilding Assistance Exercises wahnsinnig gute Erfolge gehabt. Konnte 1,5 Kilo Muskeln aufbauen, während ich 8% Körperfett reduziert habe. Und damit bin ich in einem sehr, sehr, sehr guten Rhythmus gewesen, habe Intermittent Fasting komplett durchgezogen, habe Bulletproof Coffee getrunken und habe dazu noch zusätzlich Carb Backloading gemacht. Und das hat eben bei mir wunderbar funktioniert. Das heißt, als Powerlifter und als Bodybuilder kann man eigentlich von Intermittent Fasting definitiv profitieren. Bulletproof Coffee ist mit drin, also der unterbricht jetzt das Fasten nicht. Ja? Im Gegenteil, er unterstützt das Fasten, er unterstützt die Mobilisierung der Fettsäuren, er unterstützt die Energiegewinnung aus Fettsäuren. Und ihr könnt euch da bei dem Erfinder von Bulletproof Coffee auf der Website mal ein bisschen umschauen. Dort erklärt er genau die ganzen Hintergründe, wieso, weshalb, warum, welche Triglyceride und welche Kokosfettsäuren oder MCT-Öl mit der Butyrensäure von der Butter und wie auch immer die ganzen Zusammenhänge funktionieren. Das heißt, dort könnt ihr euch auf jeden Fall mal informieren.
zur Dauerhaftigkeit, ja, Intermittent Fasting, wenn es halt in euer Leben reinpasst, könnt ihr das eigentlich für immer durchziehen. Ja? So wie natürlich mit allen anderen Geschichten auch. Es gibt immer Menschen, die dieses oder jenes anders machen müssen, die eben nicht Intermittent Fasting machen können. Aber grundsätzlich für die meisten Menschen funktioniert Intermittent Fasting wunderbar. Die können das auch dauerhaft durchziehen. Man muss halt nur schauen, wie es halt in sein Leben mit reinpasst. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sagt, für mich ist es maximal nicht möglich, am Leben teilzunehmen, wenn ich das mache, oder es funktioniert mit der Arbeit irgendwie nicht, weil Schichtdienst mal so, mal so, mal so, und dann muss man permanent umstellen. Ja, klar, gibt immer solche und solche. Ja? Aber grundsätzlich kann man das wunderbar machen. Meine Lieblings-Esszeit war immer zwischen 12 und 20 Uhr. Das hat damals perfekt in mein Leben reingepasst, sodass ich morgens einfach aufgestanden bin, gearbeitet habe und erst um 12 Uhr Mittag gegessen habe, also mein Frühstück. Und dann eben um 16 Uhr nochmal und um 20 Uhr nochmal. Manchmal war es auch 21 Uhr, da habe ich sogar eine Stunde länger gefastet. Es war halt auf jeden Fall so, dass ich mindestens 16 Stunden gefastet habe und dadurch mein Essensfenster entsprechend gelegt habe. Manchmal habe ich auch erst um 13 Uhr angefangen zu essen. Aber das funktioniert auf jeden Fall wunderbar und man kann das auch dauerhaft durchziehen, ohne Problematiken. Ja? Also die einzige Problematik, die halt kommt, ist, wenn sich irgendwelche bestimmten Lebensumstände ergeben, die das Leben verändern oder irgendwas. Aber Auswirkungen auf den Körper in negativer Form hat das eigentlich bei den meisten nicht. Das kann definitiv viel, viel, viel sehr lange gemacht werden und auch von vielen Menschen gemacht werden. Bei vielen Frauen ist es so, dass sich da halt natürlich die ein bisschen instabil sind und manche sind ein bisschen stressresistenter, manche weniger stressresistent, manche reagieren mit Ausfall der Regeln darauf. Das heißt, da muss man immer schauen, wie das Ganze funktioniert. Gibt auch Leute, bei denen die Regel ausgefallen ist, die sich dann nach ein paar Monaten wieder gefangen hat und dann hat alles wieder wunderbar funktioniert. Und ja, das heißt, da muss man einfach schauen, ein bisschen mit seinem eigenen Körper anschauen, ein bisschen auch auf seinen Körper hören, ja, und nicht nur sagen, nein, Jay hat gesagt, das funktioniert so und das muss jetzt funktionieren, sondern ein bisschen auch auf seinen Körper hören und auch, ja, wieder aufhören, anfangen auf seinen Körper zu hören, Punkt. So, letzter Punkt, Paleo und Intermittent Fasting passt wunderbar, kann man wunderbar machen, ich habe es selber so gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Viele würden jetzt sagen, aber Paleo und ich brauche doch meine Carbs und sonst irgendwas. Altes Lied, ja, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Maniok, rote Beete, was weiß ich, Cassava und die ganzen Wurzeln, die man da alle essen kann, Sellerie, man kann Kürbis essen, man kann alles Mögliche essen an kohlenhydratlastigen Lebensmitteln, man kann Bananen essen und alles Mögliche. Das heißt, dass man Angst haben muss, dass es Low Carb wird, ist auf keinen Fall. Und das andere Ding zu sagen, ja, aber dann komme ich so schwer auf meine 4.500-5.000 Kalorien, absolut. Man muss halt dann natürlich die entsprechenden Makros zugunsten der Fette etwas verschieben. Ja? Wenn man dann halt anfängt, mehr mit Butter zu machen oder mehr mit Ghee zu machen, mehr mit Kokosfett zu machen, dann hat man dort definitiv schnell auch seine Kalorien erreicht. Wenn man nur Salat mit Zitrone als Dressing nimmt, da hat man, glaube ich, einen Vollzeitjob nur mit Futtern. Da kommt man, glaube ich, in den 8 Stunden lang gar nicht auf seine 4.500 Kalorien, wenn man nur Salat futtert. Aber grundsätzlich ist es mit Paleo absolut machbar, ohne Leistungseinbußen, ohne alles. Das heißt, man kann das wunderbar machen. Und ich hoffe, dass ich damit auch die Frage beantwortet habe, wie funktioniert das Ganze? Kann man es darauf anwenden? Absolut. Kann man es im Bodybuilding anwenden, man kann es im Powerlifting anwenden, man kann es dauerhaft anwenden und man kann es auch im Paleo anwenden, definitiv. Ich habe alles gemacht und kann definitiv sagen, es hat bei mir wunderbar funktioniert. Aber nur weil es bei mir funktioniert hat, heißt es nicht, dass es unbedingt bei allen funktioniert. Das heißt, wenn ihr Bodybuilding betreibt, ihr macht Intermittent Fasting und ihr merkt, ihr werdet permanent schwächer und die Muskulatur verschwindet, ja, dann würde ich vielleicht damit aufhören und wieder zum alten Protokoll zurückführen. Oder ihr macht Powerlifting, merkt irgendwie, ihr verändert euch zwar muskulär, sodass ihr irgendwie besser aussieht, ihr fühlt euch fitter, aber Kraft geht halt nicht hoch. Na, dann müsst ihr irgendwie irgendwo schrauben, irgendwas gucken, was ihr verändern müsst. Ne? Jo, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, checkt die anderen Videos und schreibt mir in die Kommentarbox, was eure
bisherigen Erfahrungen mit Intermittent Fasting seid. Ist, habt ihr schon andere Methoden ausprobiert, wie Eat Stop Eat oder Warrior Diet oder irgendwas anderes? Lasst es mich wissen, Kommentarbox, und bis bald, haut rein.